Lieber, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen jetzt wieder zusammen rein, was so der Januar 2024 so mit sich bringt, wie da so die Energie ist, was da so für Herausforderungen auf uns zukommen können und wie wir natürlich am besten auch damit umgehen. Ja? Ich verbinde mich damit wieder mit der Akasha-Chronik, um dann Botschaften zu erhalten. Ja? Und natürlich ist das hier ein kollektives Channeling, das möchte ich nochmal vorweg sagen. Ein kollektives Channeling, das heißt, es können Botschaften auf dich zutreffen, muss aber nicht. Sollte allerdings schon, da ich es direkt eben für die Zuschauer eben hier, die sich das hier ansehen, abrufe. Ja, also dementsprechend sollte da auch was für dich mit dabei sein. Ja, ja, ansonsten kannst du auch eine persönliche Akasha-Chronik-Lesung bei mir buchen. Genau, okay. Gut, dann fangen wir mal an. Also, wie ist denn die Energie für den Januar 2024? Liebe Lehrer, Hüter und Meister der Akasha-Chronik, was können da so für Herausforderungen kommen? Für die Zuschauer dieses Videos, die Energie für den Januar 2024. Also ich nehme den Januar eher ruhig wahr. Das heißt jetzt aber nicht, dass der energetisch, wie soll ich das beschreiben, innerlich ruhig ist, sondern sehr so im Außen. Eher ruhig, weil es geht eher darum, also in Care zu halten, ja, so zu, in sich hineinzugehen und nochmal zu reflektieren, gegebenenfalls auch das vergangene Jahr zu reflektieren, auch Themen mit Personen zu reflektieren und dadurch auch, also diese in Care hat den Hintergrund, dass es darum geht, dass du mehr Klarheit bekommst. Klarheit bekommst, wo darf es für dich hingehen. Und auch wenn du noch nicht weißt, das Wie, erstmal zu wissen, wo möchte ich hin. Ich habe das Gefühl, weil sie zeigen mir immer das Wort Wo an, dass es bei vielen darum geht, erstmal, wo möchte ich überhaupt hin. Also sie zeigen mir auch wie so eine Kompassnadel an, die sich so immer so dreht hin und her und noch nicht so richtig weiß, wo möchte ich hin und wo darf es denn hin. Ich habe das Gefühl, darum geht es bei vielen im Januar, dass da mehr Klarheit reinkommen kann. Das Wie ist noch gar nicht so wichtig, sondern eher Wo. Ja? Okay. Wir haben auch ein paar Themen, also da können sich auch Partnerschaftsthemen aufzeigen. Also es geht im Endeffekt in alle Lebensbereiche rein, ob das Beruf ist, Partnerschaft oder auch eben familiär, also dass gewisse Strukturen einfach nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren. Also da geht es dann natürlich auch viel um Kommunikation, die Kommunikation suchen, die Gespräche suchen und ja, dann eben schauen, was passiert da auf der anderen Seite. Weil egal, ob man beruflich unterwegs ist, freundschaftlich, partnerschaftlich, also man ist ja immer irgendwie in einer Partnerschaft und da geht es immer auch um das Thema Kommunikation, ja, auch die Bedürfnisse zu kommunizieren, weil auch du als Arbeitnehmer darfst Bedürfnisse haben an deinen Arbeitgeber zum Beispiel, ja, oder an Freundschaften, wo man vielleicht das Gefühl hat, man kriegt zu wenig Anerkennung, ja, oder in Partnerschaften etc., ja. Das geht in alle Lebensbereiche rein. Und dann zeigen sie mir aber auch die Kinder an. Es kann bei den Kindern sein, dass da eine gewisse Unruhe, sie sagen auch Frechheit, eine gewisse freche Energie auch mit drin ist, so eine, die so ein bisschen auch so eine, also ich kriege mal das Wort Würze rein, Würze mit sich bringt. So, das kann natürlich auch herausfordernd sein, aber andererseits kann es auch so sein, dass sich gerade diese freche Energie so ein bisschen rausholt aus dieser Struktur, die du dir da so selbst erschaffen hast. Ne? Also sie zeigen mir so diese Strukturen an, zack, 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 und dass dir dieses freche, unstrukturierte so ein bisschen da raushilft. Ne? Weil es geht auch darum, dass bei vielen die Strukturen und auch diese Denkweisen, also zu denken in diesen Strukturen aufbrechen darf, damit es weiter wird. Also und wie soll ich das beschreiben, weiter wird und vielfältiger und somit auch bunter. Also da steckt auch viel drin, ja. Und das ist auch diese Strukturen wirklich in allen, auch hier wieder in allen Lebensbereichen, ja. Ob das ist Liebe, Partnerschaft, Freundschaft, beruflich, ja. Also da wirklich, ja, das so fließen zu lassen. Sie zeigen mir auch an, für was, also sie zeigen mir an, was dir auf jeden Fall hilft, ist eine starke Verbundenheit mit nach oben. Also ich sehe jetzt so wie
jemand, das kann sein, dass man so sein Hobby nachgeht, der eine handwerkelt vielleicht, die andere macht was anderes mit den Händen, so wie Perlen oder so. Und dabei läuft so eine Musik und die Person summt dann so mit zu der Musik und ist da voll in diesem Handwerk drin. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so eine freie Energie, so im Hier und Jetzt zu sein. Also auch so ein bisschen wie so eine Trance-Energie, so im Hier und Jetzt zu sein, diese Verbundenheit zu spüren und zu wissen, okay, klar, ich habe hier meine Herausforderungen und habe dies und das, aber irgendwie fühle ich mich gleichzeitig so verbunden und so, als würde es alles genau so richtig sein, wie es jetzt ist. Und damit ich diese, und ich weiß auch, dass ich diese Herausforderungen, die jeder hat, ja, momentan da auch sich lösen werden zu meinen Gunsten. Also ich weiß diese Verbundenheit, ich weiß um diese Verbundenheit, ja. Das ist das, was da auch dahinter steckt, ja. Also was dir auch helfen kann. Also wirklich vielleicht viel mit Musik arbeiten, so mit den Sinnen auch, ja. Auch riechen die anderen, weiß nicht, machen sich eine Duftkerze an oder da ist auch so hier Weihrauch oder allgemein Räuchern vielleicht auch. Und so dieses, ich glaube, es geht auch viel darum, man ist ja auch mehr drin. War jetzt eher so ein bisschen kühl, ich will noch kurz was trinken. Weil es ja auch eher so ein bisschen kühl ist, ne, deswegen ist man auch ein bisschen mehr drin. Aber es geht tatsächlich darum, mehr so bei dir zu sein, weil jetzt nicht darum unbedingt sich abzulenken in den gesellschaftlichen Gruppenaustausch. Ich sehe hier und da einen Austausch mit anderen Menschen stattfinden. Aber es geht darum hauptsächlich, dass du sehr bei dir sein darfst. Also so ein bisschen so eine Energie von so einem Hierophant, so dieses Zurückziehen und für sich selbst zu sein, um mehr Klarheit zu bekommen, damit du nicht immer diese fremden Meinungen, wie soll ich das sagen, raus so reinbekommst in dein Feld, sondern einfach so diese Zeit für dich auch zu nehmen zur Abgrenzung, ja. Und es kann auch sein, dass da ein schöner Spaziergang mit dem Tier, Hund gut ist, genau. Ja. Okay, also wie gesagt, da kommt aber viel Klarheit rein und du hast dir wirklich viel Zeit für dich auch nehmen im Januar. Durch die Klarheit, die du im Januar gelangst, jetzt kriegen wir schon einen Blick in den Februar hinein, kann es im Februar darum gehen, dass du anfängst, gewisse Dinge umzusetzen oder in die Umsetzung zu bringen oder dass du dich informierst, wie kann ich das umsetzen, ja? Aber das Wie brauchst du im Januar nicht. Es geht erstmal nur, wo möchte ich überhaupt hin? Was möchte ich überhaupt, ja? Aber dieses Wie geschieht jetzt die Umsetzung? Darum geht es im Januar noch nicht, okay? Genau. Ja, so. Jetzt gucke ich mal, haben wir noch was für den Januar, was ich mitgeben darf? Weil wir haben ja jetzt schon ziemlich viel Infos bekommen. Mit den Kindern hatten wir auch schon. Ja, also grundsätzlich, okay, genau, das sollte ich noch sagen. Der Januar kann auch dazu dienen, dass du, also der Dezember war sehr ereignisreich. Ja, bei vielen kamen unerwartete Sachen, Dinge, die vielleicht unerwartet passiert sind, vielleicht auch unerwartete Abladungen von Problemen oder so, ne? Also so, oder Herausforderungen, das Wort Problem nicht, sondern eher Herausforderungen, ja, dass das so in diese Richtung geht. Das kann auch nochmal nachwirken. Also da dient auch der Januar dazu, das dann aber auch wirklich abzuschließen, loszulassen. Du kannst es nochmal rausschreiben, was dich belastet hat. Deswegen auch nochmal dieser Rückblick vielleicht aufs ganze Jahr. Was waren da so die Belastungen? Was hat dich beschäftigt? Was hast du alles geschafft und gemeistert, wo du dachtest, oh Gott, wie soll ich das jetzt? Wie soll das weitergehen und so? Also auch dir das vor Augen zu halten, was du alles schon geschafft hast, ja. Und wie stolz du da auch auf dich sein kannst, ja. Genau. Und das dann wirklich, also der Januar ist zum Innehalten, zum Reflektieren, aber auch zum Loslassen da. Also im Februar, März geht es wirklich in so eine Nahenergie, also jetzt zeigen wir die Tarotkarte des Nahens. Das ist auch so dieses Loslassen und dieses Vorwärtsgehen, vielleicht noch nicht zu wissen, so wie so wirklich, aber ich springe erstmal rein, ich gehe vorwärts und guck mal, was so auf mich zukommt. Ja, also so dieses und das dann auch so zu meistern. Genau. Ja. Okay. Genau, sonst haben wir nichts weiter für den Januar. Ich sehe jetzt nichts. Nö. Nö. Gut, dann war es das mit dem Channeling für den Januar 2024. Da bin ich mal gespannt. Du kannst gerne ein Abo dalassen und oder auch einen Daumen nach oben und gerne auch einen Kommentar oder Emoji in die Kommentare packen. Ich lese mir da alles durch und reagiere da auch drauf. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.